Das heißt, ich bin gut dabei. Da. Hätte fast schon wieder niesen müssen. Ich habe ihn davor bewahrt. Dafür hat er vorhin noch einen schmucken Breakdance aufs Parkett. Vielleicht hat er zu viel Staub geschluckt. Ach, beim Breakdancen schluckt man Staub? Womöglich. Ich hab's noch nie probiert. Irgendwie kaufe ich dir das nicht ab. Hab ich wirklich nicht. Irgendwie glaube ich dir das nicht. Du kannst mir vertrauen, ich merke es, wenn Frauen lügen. Aha. Ja, nicht jede Frau ist eine Kara, ja? Also ich wollte jetzt keine Frau mit Kara gleichstellen, also das hast du jetzt selber gesagt. Auf so etwas wollte ich nicht hinaus. Das ist eine Zumutung. So. Nee, aber Breakdance habe ich wirklich noch nicht probiert. Okay, ich glaube dir. Dazu ist mir mein Genick zu schade. Ich hätte einfach viel zu sehr Angst, mir weh zu tun. Ich traue mich nicht mal von einem Meter Höhe runterzuspringen von irgendetwas. Traust du nicht vom einen Meter Brett zu springen? Von irgendwas, das einen Meter hoch ist. Ins Wasser traue ich mich schon springen, aber so von einem Vorsprung oder so? Ja, okay, das ist noch was anderes als ins Wasser zu springen. Ja. Also ich habe dann irgendwie Angst, falsch aufzukommen und mir das Bein zu verrenken. Keine Ahnung. Durchaus verständlich. Ja. Ich würde das bitte gerne kaufen. mit der Schleife gemeinsam. Als Sparpaket. So. Kaufen wir gleich mal. Ich brauche nichts mehr wieder. Nichts wert, dieser. Ja, wirklich. Oh. Ein schöner Grafikfehler, den ich hier gerade habe. Oh? Ein schöner Grafikfehler, wie der Held gerade so auseinandergeflogen ist, als du das Menü aufgemacht hast. Das ist mal die andere Version von Secret of Mana. Ja. Weißt du, wer hier drin wohnt? Die Verwandten von Hagen. Ja, ich meine, es sind die Eltern. Oder es sieht eher wie Großeltern aus. Danke für die Information. Andere. Ja, mein Sohn Hagen, ja. Sag doch, es sind die Eltern. Ihr werdet ihn nie wieder sehen. Nie wieder. Eines Tages wirst du ihr Schwiegersohn sein. Ich? Also, Dreads? Ja. Es gibt der Geschichte auch irgendwie einen neuen Twist. Dachte, ich erzähle jetzt einfach mal sowas Schwachsinniges, das glaubt eh keiner. Ich glaube, die Leute haben schon vor langer Zeit aufgegeben, dir zu glauben. Das war auch immer meine Absicht. Wow. Ich habe auch nie daran gezweifelt, dass sie es überhaupt mal getan haben. Aber zumindest konnte ich allen Leuten da draußen, die zugeschaut haben, verkaufen, dass Victor und Kara schlechte Menschen sind. Autsch. Ja. Und dass Hamlet ein Held ist. Ja. Ja. Ja, da kannst du mal sehen, was ich für einen Einfluss auf die heutige Popkultur habe. Popkultur. Ha 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 ha.
Ja, wie fühlt sich das an, das zu sagen? Ja, ich bin stolz auf dich. Ich meine, Drückt jetzt bitte alle auf Deabonnieren. Aus Protest. Und schau dir irgendwelche andere Leute an, die Secret of Mana spielen und das kommentieren. Da wirst du bestimmt jeden sagen hören, dass Viktor eine scheißnervige Sau ist oder so. Das ist mit Sicherheit alles auf mich zurückzuführen. Das glaube ich dir sogar, zur Abwechslung. Endlich habe ich es geschafft. Jeder kann mich hin. Ach. Ja, geht sich irgendwie nicht aus. Ja. Ich bin immer noch großartig darin, Frauen sprachlos zu machen. Ja, ich muss ja gerade über den Weg nachdenken, denn immerhin weiß ich ja nicht, wo ich hier hingehe, oder? Ja, natürlich. Ja, das ist alles Neuland für mich. Ja. Ich gebe dir einen kleinen Tipp fürs nächste Mal, ein bisschen kreativer sein, was die Ausrede angeht, ne? Ja, mein Hund hat das Mikrofon gefressen. Klingt das besser? Ja, auf jeden Fall. Ich habe mal eben die Dornenwespen nach dem Weg gefragt. Danach habe ich sie umgebracht. Sie haben mir eine falsche Auskunft gegeben. So, mal eben speichern. Das ist immer eine gute Idee. Immer die beste Versicherung und Vorsorge. Genau. Praktisch eine Allianz fürs Leben. Ja. Dann bist du allianzversichert, dann bist du völlig ausgekichert. Bei der Allianz beginnt vom ersten Augenblick das Bündnis mit dem Strick. Was ist denn das für ein nettes Lied? Hast du es noch nie gehört von Otto? Nee. Ach. Otto Walkes ist ja ein Begriff, oder? Ja, schon. Der ist übrigens Ostfriese. Ja, ich weiß. Wieso sagst du mir das? Ja, wären wir jetzt schon ein bisschen weiter im Spiel, dann wäre das eine super Überleitung. Irgendwann sind wir vielleicht einmal da. Vielleicht erinnern wir uns dann an diesen für dich scheinbar glorreichen Moment. Meine 15 Seconds of Fame. Nicht einmal 15. Ups. Okay, 15 Milliseconds of Fame. Oh. Ja. Tja, da suchen wir einfach mal einen anderen Weg. Hui, Wasser! Wasser und Lava, so dicht beieinander. Das bringt mich auf eine Idee. Ja, du könntest mit dem Eimer das ganze Wasser aus dieser Einbuchtung da oben in die Lava schaufeln. Ja, ich habe eher an ein Glas gedacht, aber ein Eimer ist vielleicht besser. Ich guck erstmal einen Eimer. Ein Eimer? Ein Kübel auf Wienerisch. Bei Kübel muss ich immer an Balu denken. Da gab's so ein Schwein, das nannte sich Oberst Kübel. Ja, stimmt. Das hat immer so komisch gesprochen. So wie Ed und das Grüntentakel. Ich glaube nicht, dass du das trinken solltest. Das klingt jetzt wie eine Einspielung. Du bist gut. Hey, was ist das? Das ist ein Totenschädel. Ich piekse es mal in die Nase.
Oh mein Gott, Hilfe! Jetzt hast du den Vogel rausgezogen. Na toll, jetzt ist das Wasser auch weg. Jetzt komme ich nie rüber. Es ist verdampft. Wie soll ich jetzt das Lava vernichten oder wegmachen? Du musst dir einfach vorstellen, als ob die Lava gar nicht da wäre. Und einfach drüber laufen. Zeitbombe. Ah, da haben wir sie ja. Wo war ich vorhin noch stehen? Ah ja, Balu. Oberst Kübel und Feldwebel. Wie hieß der noch? Dumpfbacke? Ich kann mich nicht erinnern. So, ich stelle mir jetzt einfach vor, das Lava ist weg. Es. Oh mein Gott! Die Lava oder das Lava? Das Lava, oder? Also ich sag eigentlich mal die Lava. Ich glaube, das ist dieser Unterschied in Wienerisch oder eben Österreicherisch und Deutschland, Deutsch. Oh je. Ist das Spiel abgestürzt? Das sieht nicht gut aus. Nee, bei mir ist das Spiel eingefroren.